veröffentlicht von Chucklefish. Entwickelt von Concerned Ape. Stardew Valley. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stardew Valley. Ich wollte mit euch dieses Spiel auf der Nintendo Switch spielen, aber das hat nicht so funktioniert. Es läuft auf der Switch wunderbar und man kann es auch dort ohne Probleme spielen und zocken, vor allen Dingen unterwegs Stardew Valley spielen. Das war ja eigentlich das, was ich immer schon so als kleinen geheimen Traum hatte. Ich habe immer nach Handy- und Mobile-Games geguckt, mit denen man in etwa das gleiche Gameplay hat, aber Pustekuchen. Naja, es gibt hier ein paar Soundbugs, die nicht auftreten und dann wieder auftreten und ich habe jetzt nicht die Zeit zu warten, bis ein Bugfix kommt. Deswegen spielen wir das Ganze jetzt auf dem PC. Wenn ihr sagt, es ist cool und super und ich möchte das auch gerne zocken, ja, es gibt es für den PC. Es gibt es auch für die PlayStation. Aber ich bevorzuge es eigentlich für die Switch, denn überall unterwegs Stardew Valley spielen. Stardew Valley ist ein Simulationsgame, das da anknüpft, wo Harvest Moon aufgehört hat, sich weiterzuentwickeln und vieles richtig macht, was Harvest Moon später in Anführungsstrichen nicht mehr geboten hat oder falsch gemacht hat oder schlicht und ergreifend, das hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Und wir werden sehr viel Freude daran haben. Ich weiß noch nicht, für wie lange wir das Spiel jetzt playen werden. Vielleicht wandelt es sich dann zu einem Livestream-Titel, denn auch das kann man wunderbar streamen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier einen Charakter erstellt kriegen, mit dem wir uns identifizieren können. Das ist schon ähnlich. Das ist perfekt. Okay, jetzt noch die Haare so hinbekommen. Ganz viel Sättigung reindrehen. Bisschen pinker. Ja, oder? Ja, das passt doch sehr gut. Ein Hemd. Die Geräusche sind großartig. Oh, das ist voll süß. Oh, ist das ein Pikachu? Das sieht ein bisschen aus wie ein Pikachu. Okay. Das ist... Ich meine, ich trage Anker, aber die kann man da ja schlecht darstellen. Aber das ist doch... Ah? Ah? Das ist doch perfekt. Accessoires. Das wäre ein... Ho, ho, ho. Ja, ich bin's, euer Gronk. Nein. Honey. Nicht Johnny. Honey. 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 Igelbau und ich mag total gerne träumen. Ich träume total gerne. Mein liebstes Haustier ist eine Katze. Oh, Standardhof. Flussbetthof. Waldhof. Bergspitzenhof. Wildnishof. Ah, das startet dann unterschiedliche Voraussetzungen. Naja, wenn wir einen Igelbau haben, müssten wir den Waldhof nehmen. Der Wald limitiert deine Hoffläche. Allerdings findest du die Schätze der Wälder direkt vor deiner Haustür. Finde ich nicht schlecht. Als Igel möchte ich eigentlich ganz gerne, ne, meinen Igelbau da gestaltet haben. Okay, Leute. Los geht's. Und für meine ganz besondere Enkelin. Ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Nein, nein, öffne ihn noch nicht. Hab Geduld. Jetzt hör mir zu. Der Tag wird kommen, an dem du dich von der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen wirst. Und deine Seele wird von der wachsenden Leere eingenommen. Wenn das passiert, meine Liebe, wirst du bereit für dieses Geschenk sein. Lass Opa sich ausruhen. Also definitiv mehr als ein Jahrzehnt später. Joja, join us. Thrive.
Das sieht man auch immer so in amerikanischen Filmen, diese Büroplätze. Life's better with Jojo. Also für uns anscheinend nicht. Da ist jemand an sein. Da war ein Skelett an dem Arbeitsplatz. Ich vergesse, was ich gesagt habe. Natürlich haben wir den Umschlag immer dabei. Liebe Honey, wenn du das hier liest, dann wirst du eine Veränderung bitter nötig haben. Das Gleiche ist auch mir vor langer Zeit passiert. Ich habe vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist, nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an den ich wirklich gehöre. Ich habe den Vertrag zu jenem Ort beigelegt, mein ganzer Stolz, Igelbauhof. Er liegt im Sterntautal an der südlichen Küste. Sternentautal, oh, das ist ein schöner Name. Er ist der perfekte Ort, um mit deinem neuen Leben zu beginnen. Das war mein kostbarstes Geschenk und jetzt gehört es dir. Ich bin mir sicher, du wirst den Familiennamen ehren, mein Liebes. Viel Glück in Liebe, Opa. No. PS, wenn Louis noch lebt, oder Lewis? Ich sag mal Louis. Sag dem alten Kerl Hallo von mir, ja? Na, auf jeden Fall. Es wird Zeit, das echte Lächeln zu erleben und nicht dieses Joja-Lächeln. Das ehrlich gesagt auch ein bisschen verrückt aussah. Yay, mit dem Bus. Meine Lieblingsfortbewegungsart. Sternentautal 0,8 Kilometer. Vogel. Wie süß. Hallo, du musst Hani sein. Ich bin Robin, die hiesige Schreinerin. Bürgermeister Louis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein wenig für deine Ankunft auf. Der Hof ist dort drüben, folg mir einfach. Wow, das ist ein Service, man wird hier richtig empfangen, wie schön. Das ist Igelbauhof, dein Hof. Was ist denn los? Klar, er ist ein wenig verwildert, aber unter dem Durcheinander befindet sich echt guter Boden. Mit ein wenig Fleiß hast du hier im Nu Ordnung geschaffen. Und hier sind wir, dein neues Zuhause. Unser Neuankömmling. Ja. Willkommen, ich bin Louis, Bürgermeister der Stadt Pelikan. Jeder hat schon nach dir gefragt. Ich komme dir nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Das ist ein ziemlich großes Ereignis. Also, du ziehst in die alte Hütte deines Großvaters ein. Es ist ein gutes Haus, sehr, rustikal. Rustikal, so kann man es vielleicht auch sagen. Schäbig wäre wohl ein wenig passender. Wie unhöflich. Hör nicht auf sie, Honey. Sie will dich nur beeinflussen, damit du ein paar ihrer Verbesserungen für das Haus kaufst. Ja, guckt. Das habe ich doch nicht. Jedenfalls, du bist sicher müde von deiner langen Reise. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Morgen erkundigst du dann am besten ein wenig die Stadt und stellst dich den anderen vor. Das wissen sie sicher zu schätzen. Oh, fast vergessen. Falls du irgendwas zu verkaufen hast, leg ich einfach in die Box hier. Ich komme dann in der Nacht vorbei und nehme es mit. Nun, viel Glück. Wie Robin da steht, so mit dem Fußtappen, so, dann ist der Alte endlich weg. Mein Geschäft ruiniert. Ja, wir sind auf dem Land, da gibt's ja Hähne. Guten Morgen. Ah, das Spiel erklärt mir erstmal, was ich hier machen kann. Ich kann bewegen, ich kann rennen, ich kann prüfen. Dann stehen wir jetzt hier erstmal auf. Oh, ich sehe da super schick aus hier mit meinen Klamotten. Das sieht auch super süß aus hier. Gucken wir erstmal. Oh, prüfen. Ich wollte es nicht mit meiner Axt. Ich wollte nicht mit meiner. Ich hab nicht mit meiner Axt.
Du hast 15 Samen für Pastinaken erhalten. Ja, eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern, Bürgermeister Louis. Dein Schläfer heißt, aber ich mag nicht, dass es eine Firma gibt, die auch so heißt. Okay, ja, Badezimmer und Küche braucht man auch nicht. Das machen wir alles draußen. Naturverbunden. Oh je. Aber immerhin ein Fernseher. Oh, Wahrsager. Hör, ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel. Eine Scherbe des Wissens aus der Zukunft. Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Okay, also wir wissen schon mal, ne? Heute ist unser Tag. Das, was wir anpacken, oh, wird auch gelingen. Oh, unser Hof. Oh, unser Hof. Uiuiui, ui, ui, wie sieht das? Oh. Oh, da muss man sich mal drum kümmern. Hofbuch. Ja, dann machen wir unser Hofbuch aus. Erste Schritte. Wenn du ein Bauer werden willst, musst du mit den Grundlagen anfangen. Benutze eine Hacke, um das Feld zu bestellen. Benutze dann eine Saat auf dieser Erde, um etwas anzupflanzen. Bewässere jeden Tag, bis die Pflanze zur Ernte herangewachsen ist. Kriege ich hin. Sag Hallo. Es wäre eine nette Geste, dich jedem in der Stadt vorzustellen. Manche Leute sind eventuell etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, den neuen Einwohner zu begrüßen. Kann ich alles machen. Dann bestellen wir mal unseren Hof. Ich nehme mal meine Hacke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja schon ein bisschen auf der Switch gespielt. Die Steuerung dort ist ganz komfortabel. Also ich werde es auf jeden Fall auf der Switch suchten. Privat dann. Und Frosch! Und vielleicht können wir ja mit dem Bugfix dann auch das Let's Play auf der Switch weitermachen. Das wäre ja mal was. So, ich habe schon auch ganz... Ich will wieder einen Froschi! Viele coole Sachen bekommen. Mit der Spitzhacke konnte ich da draufhauen, ne? Ja, genau. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern. Ich habe Stardew Valley seit über einem Jahr nicht mehr gespielt und selbst da bin ich nicht sonderlich weit gekommen. Denn also, ich habe tatsächlich nicht so viel Zeit, Spiele privat zu spielen, wenn dann eher, wenn ich mal so unterwegs bin oder morgens beim Frühstück. Und da spiele ich tatsächlich super viel auf der Switch. Und dementsprechend wird Stardew Valley wahrscheinlich auch so ein Kaffeespiel werden für mich. Und da muss ich mit einer Axt dran, ne? Jawohl, schon mal ein bisschen Holz. So, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ich will die Bäumchen noch nicht wegmachen. Ich sehe ja hier gar nicht, was hier los ist. Ah, ein Schmetterling. Weil die kleinen Bäumchen, werden die nicht die später irgendwie auch groß? Und ich will ja auf einem Waldgrundstück leben. Zumindest so ein bisschen kuschelig soll es aussehen. Aber den Baum hier fällen wir mal. Na komm. Weh, du fällst mir auf den Kopf. Los jetzt. Vielleicht können wir uns auch einen Günther aufbauen. Uiuiui, der hat aber ganz schön was angerichtet. Sehr gut. Oh, es gab echt viel Holz. Komm ich wenigstens so durch, dass ich hier drankomme? Ja, das ist doch super. Das auch noch? Und schon ist mein Inventar voll mit allem Möglichen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Feld bestellen. Machen wir das direkt hier? Ja, ne? Direkt vor unserer Haustür. Dann legen wir gleich los. Großvater hat ja auch gesagt, hier nicht lange zögern. Wenn man ein neues Landleben anfangen will, ne? Fleißig sein. Ups, ich krieg das so. Hallo, W. Danke. Nein. Zu weit vorne. Okay, ich muss. Ich bin tatsächlich an die Switch-Steuerung gewöhnt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das kann man hier, glaube ich, auch mit dem Controller am PC spielen. Ich glaube ja. So, dann stelle ich mich mal hier hin. Okay, ich gebe es zu, das Einpflanzen ist hier ein bisschen leichter als auf der Switch. Oh. Weil man halt einfach so gedrückt halten kann. Hier ist es auch einfacher, weil man es halt einfach anklicken kann. Aber es macht keinen so großen Unterschied. Oh, ich wollte nicht mehrfach ein und dieselbe Pflanze gießen. Nachher ist die dann völlig fertig mit den Nerven. So und so. Und auffüllen konnte man das, glaube ich, hier auch wieder. Wunderbar. Ach, guck mal, wir sind doch schon richtig weit. Unser erstes kleines Feld. Ja, gut, ich hab ein bisschen, ja, es ist ja ein bisschen, Sachen in meinem Inventar, aber das wird schon, oh, ich kann, oh, das ist ein, der Bus, kann ich damit wieder irgendwo hin? Oh, ich will gar nicht weg von hier, aber ich war gerade irritiert, dass ich Löwenzahn gepflückt, cool, dass ich hier einfach mal so ohne Probleme wieder zum Bus gehen kann. Okay. Aber es hieß ja auch, ne?
Wir sollen hier Leute kennenlernen. Es ist jetzt schon Mittag. Da werden die meisten Leute ja wohl auf den Beinen sein. Da können wir jedem mal Hallo sagen. Und da ist auch gleich schon jemand. Hi, hey, hi, 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 hi. Hey, ich bin Sam. Nett, dich kennenzulernen. Hi, ich bin Honey. Okay, dann red nicht weiter mit mir. Oh, jetzt sind sie plötzlich alle wach. Okay, was ist denn los? Hat mir gesagt, dass du gerade angekommen bist. Ich bin Marnie. Hi, Marnie. Und wer bist du? Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich bin Harvey, der Arzt der Stadt. Wenn du mal krank bist, komm zu mir. Okay, und du bist? Hallo, es ist nett, dich kennenzulernen. Oh, das ist Lea. Du hast eine gute Zeit gewählt, um herzuziehen. Der Frühling ist herrlich. Stimmt, Frühling. Sollte man nicht immer ganz am Anfang, wenn man ja viel erreichen will in diesem Spiel, alles, anbauen, was man anbauen kann, so früh wie nur möglich? Hi! Hallo, du musst Honey sein, unser Neuankömmling. Ich bin Caroline. Hi, Caroline. Entschuldigung, ich wollte dich nicht im Weg stehen. Hi. Oh, stimmt ja. Ich habe gehört, dass jemand auf dem alten Hof zieht. Ja, das bin ich, Honey. Irgendwie schade. Diese überwucherten Felder zu erkunden hat mir viel Spaß gemacht. Ja, Abigail, mach dir keine Sorgen. Es wird noch eine Weile dauern, bis die weg sind. Du darfst gerne auf meinen überwucherten Feldern spielen. Und du bist... Hey, du bist Honey, die neue Bauerin, oder? Ich bin Pierre, der Besitzer des örtlichen Gemischtwarenladens. Wenn du Saat brauchst, ist mein Laden der richtige Ort dafür. Ich kaufe dir auch deine Erzeugnisse zu einem guten Preis ab. Saat ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich glaube, ich wollte... Oh, wow, okay, ich habe nicht viel Geld. Ich wollte Sachen anbauen. Pflanze, ihn im Frühling wächst in 10 Tagen heran, kann aber danach mehrmals geerntet werden. Okay, das sollten wir, glaube ich, so früh machen wie nur möglich, ne? Beginnt mehrere Bohnen pro Ernte, wächst dann an einem Rankengerüst. Einfach Dinge angeklickt und sie waren weg. Okay, ich verkaufe gerade auch mal den Löwenzahn, weil ich brauche ja Platz hier. Blumenkohl braucht 12 Tage. Auch im Frühling. Wächst 6 Tage, kann aber bei der Ernte mehrere Kartoffeln auf einmal bringen. Jetzt bin ich überfragt, was ich... Ich kaufe mal ein paar Bohnensetzlinge. Weil das sieht mir sinnvoll aus. 5 Stück. Und dann noch Kartoffeln. Und dann habe ich kein Geld mehr. Aber ich mache das einfach mal. Damit ich vielleicht die Möglichkeit... Oh, for sale. Das ist halt... Ich will schon wieder Holz hacken. Rucksackverbesserung. 24 Plätze. Oh, 2000. Nicht jetzt. Oh, 2000. Wer bin ich denn? Okay, kann ich nichts machen. Ich kann noch in deren Haus herumlaufen. Das will ich aber nicht unbedingt. Wo sind wir denn hier? Ah, die Geburtstage. Louis hat am 7. Geburtstag. Oh, da müssen wir unbedingt irgendwas schenken. Vincent? Oh, das Eierfest ist am 13. Ah, Ostern wahrscheinlich. Okay, gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Was gibt's? Oh, eine alte Lady. Hallo. Ah, hallo und willkommen in unserer kleinen Gemeinde, mein Kind. Evelyn. Ah, da sieht man, wie lieb sie uns hat. Du kannst mich Oma nennen, wenn du willst. Okay, Oma. Alles klar, Oma. Ich habe meine eigene Oma. Stardrop Saloon. Hallo? Oh, na gut, da ist natürlich jetzt um die Uhrzeit noch nicht so viel los im Saloon. Hi. Oh, hier gibt's Bier, Brot, Salat, Spaghetti, Kaffee. Oh, Kaffee. Oh, ich will einen Kaffee jetzt. Ich will einen Kaffee. Hallo. Oh, hallo. Ich bin Just, der Chef und Besitzer der Kneipe zum Sternenfall. Ja. Willst du was kaufen hier? Nee, tut mir leid, aber der Kaffee ist ein bisschen sehr teuer. Ja, sind 300 Öcke, die doch ja nichts. 300 für einen Kaffee, mein Freund. Das ist schon ordentlich, was? Na gut, wenn du dir überlegst, na, wie ist Bescheid. Oh, ich wollte nicht seine Arcade-Maschine kaputt. Oh mein Gott, ich kann Arcade-Games spielen, ja! Ist das cool. Oh, 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 oh. Holy, 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 holy. Oh, okay, ja, hab ich eine Aufbesserung? Kann ich irgendwas Besonderes jetzt? Speziellen Slot? Okay, da ist was gestorben. Nein! Hä? Was habe ich berührt? Oh, ich bin ein Zombie! Cool! Ich glaube, ich bin so eine Art Zombie oder sowas. Krass! Kann ich das nochmal benutzen? Bin ich hier wieder so ein Zombie? Yes! Sorry, Minispiele. Sorry, Leute, Minispiele. Minispiele. Ich habe ein Minispiel gefunden. Wir werden jetzt die nächsten 50.000 Parts nichts anderes mehr sehen. Kriege ich auch irgendwie eine Belohnung dafür, wenn ich hier durch möglichst viele Wellen durchkomme oder sowas? Okay, jetzt wird es ein bisschen... Oh.
Okay. Ja, gut, hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Das ist ja voll nice. Sowas liebe ich. Gehen wir mal. Im Salon ist auch gerade nicht wirklich... Häschen! Häschen! Viel los. Und wir sollten auch noch... Wir sollten... Ich weiß, wir haben viele Leute kennengelernt und das ist auch wichtig. Aber wir sollten auf jeden Fall noch nach Hause und unser Feld bestellen, bevor es ganz dunkel wird, dass wir schon mal alles erledigt haben. Hi! Und jemand Fremdes. Mein Name ist Vincent. Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden, aber du siehst in Ordnung aus. Willst du mal mein Kaninchenbaby? Alles gut. Hey, hallo! Ach, da ist ja schon Harvey wieder. Ich bin für die regelmäßige Kontrolluntersuchung und jegliche medizinische Versorgung aller Bewohner Pelikans verantwortlich. Es ist eine sehr erfüllende Arbeit. Es ist aber nie jemand krank. Sehr schön. Wir gehen jetzt aber erstmal, es ist schon 15 Uhr, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Und ich glaube, wir sind auch schon ziemlich erschöpft, das müsste unsere Energieanzeige sein. Und wir werden gucken, dass wir unser Feld bestellt kriegen noch. Wir haben ja ziemlich viel gemacht, deswegen... Achso, ich muss ja auch dann da rankommen an die Bohnen. Es muss so aufgebaut sein, dass ich überall von allen Seiten auch an die Bohnen komme. Ja, bei den Kartoffeln ist das nicht ganz so kompliziert. Die wachsen im Erdboden, alles klar. Weil das, man sieht, es erschöpft schon sehr, sich hier um alles zu kümmern. Kann halt auch nicht mehr als schuften jeden Tag, ne? Aber was wir einmal jetzt dann erledigt haben, das bleibt halt dann einfach auch erledigt. Oh Gott, ich muss mich ja regelrecht hier durcharbeiten, damit ich auch irgendwo rauskomme. Ach du Schreck! Warum muss ich mal einen Weg hier machen, ey? Damit ich überhaupt von A nach B komme. Okay, wir haben ein verdammt großes Grundstück von unserem Großvater geerbt. Kann man ja nicht anders sagen. Hier unten geht's raus. Sehr waldig. Ist das hier Marnies Farm gewesen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Hallo! Oh, ist das süß. Ich hoffe, mein Zimmer und mein Haus sieht auch irgendwann mal so aus. Hi, Kleine. Oh. Hi. Okay, sie ist nicht sehr gesprächig. Ja, das ist ja Marnie. Ich verkaufe Nutztiere und allerlei Hilfsmittel auf meiner Ranch. Schau auf jeden Fall mal vorbei. Also, ich hätte auch gerne mal Tiere auf meiner Ranch. Das ist super süß. Wunderschönes Haus. Oder ist jemand... Hey, Moment. Hey, warte. Oh nein. Rennen ging doch auch irgendwie. Hi. Oh, du bist das neue Bauernmädchen oder so, nicht? Aha. Ja, hi. Freut mich. Das ist Harley. Hä? Oh, ich bin Harley. Das ist also das blonde Dummchen vom Dorf. Aber ein hübsches Dummchen. Ich gehe jetzt mal Leute besuchen und ärgern. Hier ist gerade aktuell niemand zu Hause. Dass ich auch einfach so in die Oh, das ist ihre Wohnung. Entschuldigung! Ich wollte nicht einfach in deine Wohnung einbrechen. Gehen die gerade alle nach Hause? Hier wohnt also Sam wahrscheinlich. Warum durchsuchst du den Müll? Hab ich gar nicht. Ich habe mit dir geredet. Ich habe nicht den Müll. Ich habe den nicht... Oh, ich habe den Müll angeklickt und nicht ihn, oder? Das ist mir jetzt peinlich. Puh, jetzt hält Sam mich für ein Weirdo. Oh, ein Friedhof. Oh, das sieht ja entspannt aus. Kann ich mich dazu setzen? Ich will mich auch hinsetzen. Wie kann man sich hinsetzen? Oh, bist du nicht gerade hergezogen? Ich bin Maro. Ich habe mich darauf gefreut, dich kennenzulernen. Hi. Oh, das ist Penny. Kann ich mal mit Penny reden? Penny? Oh, wolltest du etwas? Naja, ich wollte nur Hallo sagen. Penny, hey, Penny. Und du bist... Hey, du bist also das neue Mädchen, ha? Wir werden sicher gut miteinander auskommen. Ich heiße Alex. Hi, Alex. Du hast den Namen nicht gekriegt, hätte, wenn ich ein Junge geworden wäre. Warum erzähle ich ihm das? Jetzt hält er mich auch für ein Weirdo. Alle werden mich hier ganz schnell für ein Weirdo halten. Hallo, Opa. Falls ich ihn Opa nennen darf. Es ist nervig, all diese neuen Leute kennen zu müssen, nicht? Mein Name ist übrigens George und jetzt ist zocke gerade. Er zockt, glaube ich, wirklich. Oder guckt er sich einen Film an? Ach, hier wohnt... Oh, Alex wohnt hier. Oma? Oma will nicht mit mir reden. Oma kocht gerade. Man sieht sich. Okay, ihr wollt nicht, dass ich in eurem Haus herumlaufe. Ist okay, ich verstehe das schon. Aha, die unterschiedlichsten Leute haben hier die unterschiedlichsten Wohnplätze. Ihhh, ein Jojo-Markt. Bei dem habe ich doch gearbeitet und aufgehört. Vielleicht grandlos. Da.
Mal gucken, vielleicht finde ich ja noch ein paar schöne Sachen. Weißt du, an einem kleinen Ort wie diesem hier kann ein neues Gesicht die Dynamik ziemlich verändern. Das ist aufregend. Ich mag sie voll. Sie ist voll süß. Was gibt's denn hier? Oh. Hallo? Es ist verschlossen. Aha. Dann nicht. Und was gibt's hier Schönes? Das sieht jetzt zwar nicht nach einem Beet aus, aber vielleicht finde ich ja hier einiges Spannendes. Die kann ich doch sicherlich... Ja, gemischt sah. Die kann ich doch auch anpflanzen. Ich muss mal gucken, man konnte doch auch... Oh, es ist 20 Uhr. Oh, ein Spielplatz. Oh, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich hier? Wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Theoretisch nach unten in der Stadt und dann nach links. Genau. Meine Güte, wenn ich nämlich morgen wieder von einem Hahn geweckt werde und früh raus muss, dann wird das ein bisschen, dann wäre das, das ist nicht so günstig. Dann sollte ich dann vielleicht, ich pflanze noch ganz, Moment, ich pflanze noch das hier schnell an. Super, perfekt, hab den ganzen Platz aus, ja, dann denke ich mal schnell nach Hause. Puh. Oh, ich habe hier keine Lampen anscheinend. Oh, schon besser. Wie geht denn das überhaupt mit meinem Inventar? Hatte ich nicht auch irgendwelche... Aha. Okay, 1000 Dinge. Das ist mein nicht aufgewertetes Inventar. Das sind meine nicht vorhandenen Fähigkeiten. Und das ist mein nicht vorhandenes Sozial... Okay, die sind... Also ich... Die mögen mich alle noch nicht. Das ist die Karte von Igelbauhof. Okay. Hier kann ich Sachen herstellen. Oh, da brauche ich 50 Holz für. So viel habe ich nicht. Aber so kann ich mir ein Tor herstellen. Ein schöner Holzzaun, Holzpfad, Fackeln. Auch nicht schlecht. Oh, ein hübsches Lagerfeuer. Sammlung. Aha, ich habe ja auch noch nichts eingesammelt. Wobei, theoretisch habe ich Löwenzahn gesammelt. Aber das zählt wohl nicht. Das sind meine Optionen. Und da kann ich das Spiel verlassen. Na gut, dann würde ich sagen, legen wir uns jetzt einfach ins Bett. Ins Bett gehen, ja, bitte. Morgen sind wir wieder fit. Um mit der Feldarbeit weiterzumachen. Denke ich, zumindest. Hätte ich ja gar keinen Hahn geweckt heute. Und ich sollte mal den Kamin, also ich habe den über Nacht brennen lassen, weil es so kalt war im Frühling. Ist ja vollkommen klar. Ich glaube, ich brauche Holz für eine Kiste. Oh, und ich muss euch gießen, meine Freunde. Na, guck mal, wie schön die schon gewachsen sind. Das sieht richtig gut aus. Das werden richtig leckere Pastinaken. Ich liebe Pastinaken. Ich freue mich so, wenn wieder Pastinakenzeit ist. Oh, das passt für mich. Pastinaken ist ein sehr leckeres Wurzelgemüse. Unterschätzt. Sehr unterschätzt. Viele gehen da gar nicht drauf ein, was man alles essen kann. Da ich mich ja hauptsächlich von Gemüse ernähre, ja, habe ich natürlich auch alles, was es an Gemüse gibt, mal ausprobiert. Damit man so seine Favoriten findet. Wunderbar. Gehen wir mal nach der Post gucken. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach... Hallo? Brief? Hallo, bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du sollst mal am Strand vorbeikommen. Ich will was für dich. Ich habe was für dich. Willy. Oder Willy hat was für mich. Ah, hier kann ich ja Sachen reinlegen zum Verkaufen. Da war ja was. Sieht das aus? 50 Holz. Okay, das kriegen wir hin. Das machen wir vorher noch, bevor wir zum Strand gehen. Ich will halt nicht alle Bäume fällen. Denn ich finde, das sieht sehr schön aus hier, wenn es ein waldiges Grundstück bleiben würde, durch das sich so einzelne Felder schlängeln. Ich muss doch nicht super reich werden. Ich muss doch nicht alles mit Feldern bestellen. Dann bin ich ja auch nur so ein ultra effizientes Arbeits... Ich habe das Gefühl, das wird in die falsche Richtung fallen. Bin ich ja auch nur so ein Arbeitstier, wie ich es beim Joja-Markt war. Gucken, wie viel ins Wasser fällt. Einiges. Naja, gut. Ganz so schlimm ist es nicht. So. Weil hier mal später selber ein Angelsteg hinbauen? Ja. Das wäre schön. Ach, Mano. Wie einfach alles ins Wasser gefallen ist. Der Baum sieht interessant aus. Aber ich bin jetzt schon wieder so erschöpft. Ich möchte aber die Holzkiste drin haben. Wunderbar. Wo stelle ich dich jetzt hin? Das hier? Ja, komm, dann passt das. Dann machen wir das mal auf. Weil die Fasern können rein, die Steine auch, die Kohle auch. Und das brauche ich auch. Was ist das denn hier? Oh, ich kann die Kiste einfärben. Orange, bitte. Schick. Sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Kann ich auch andere Dinge, die ich platzieren kann, einfärben? Kann ich den einfach mitnehmen?
Sie kann ich nicht irgendwie... Okay, kann nichts. Okay, schade. Schade. Willy will, dass wir zum Angelteich kommen? Wo ist der Angelteich? Ich gehe erstmal wieder in die Stadt. Eichhörnchen. Süß. Was ist, wenn man den Baum fällen würde? Ich fäll natürlich hier draußen keine Bäume. Ich bin ja nicht wahnsinnig, ne? Aha, da wird sich medizinisch gekümmert. Und hier ist etwas mit einem Ausrufezeichen. Aushilfe gesucht. Ich hätte gerade so gerne Höhlenkarotte. 75 Gold bei Lieferung. Alex wird zufrieden sein. Wie bekomme ich eine Höhlenkarotte? Wieso will Alex eine Höhlenkarotte? Ich versuch's mal. Vielleicht kriegen wir ja irgendwo eine Höhlenkarotte her. Ah, apropos. Hi, Alex. Na, was geht? Der Strand ist ein cooler Ort. Zeit zu verbringen und ein paar Sonnenstrahlen zu fangen. Ja, ich wollte auch, glaube ich, gerade dahin, weil ich suche jemanden, der angeln kann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist dann am Strand. Das ist wieder Vincent, das ist ja süß. Ich habe die Karte nicht mehr so gut im Kopf. Oh ja, der Strand. Ahoi, Fräulein. Hab gehört, es gibt Neulinge in der Stadt. Cool, dich endlich kennenzulernen. Hi. Ja, ich versuche immer noch ein wenig abzusalten, noch einen ganzen Monat auf der salzigen See. Vor ein ziemlich großer Fang, haben eine Menge guter Fische verkauft. Endlich genug gesperrt, um mir eine neue Angel zu leuchten. Hier, du kannst meine Alte haben. Also meine, nicht meine Frau, sondern die Angel. Nicht meine Frau, also die Angel natürlich. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Das ist ja lieb. Entschuldigung. Du erhältst Bambusstange. Mein Bambusstock. Oh, bitte, bitte lass mir meinen Bambusstock. Lieber nehmt den Hut, lieber nehmt den Rock, aber bitte lass. Du bist komisch, aber ich mag komische Leute. Hier im Tal gibt's gutes Wasser. Alle möglichen Fische. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen. Also kein Vorbei, wenn du Vorräte brauchst, ne? Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn's stinkt, verkauf's sich bestimmt. Ha, das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt, nie. Na dann, gut, dann werde ich angeln gehen. Denke ich. Glaube ich. Ich liebe Angeln in Spielen. Oh, wow, ich habe die Angel voll weit ausgeworfen. Ich weiß nicht, wie man angelt. Ich glaube, das war gut. Ich weiß nicht, wie geht das denn hier? Wir werden bestimmt etwas fangen. Wenn nicht nur lange genug. Oh, nein, wie geht denn das? Oh Gott. Oh Gott, ich muss mit der Maus klicken und gedrückt halten, damit... Ich habe eine Sardelle gefangen, sie ist 3 cm groß und sie hat mir verdammt viel Ärger gemacht. Also für so eine 3 cm große Sardelle muss ich ja ganz ehrlich sagen... Wow! Das ist richtig entspannt, ne? Keine Musik, nur das Plätschern des Wassers. Die Möwen. Nicht mal das Rauschen der Wellen ist zu hören. Treffer! Nein. Oh Gott, das ist schon wieder so eine Sardelle. Die macht mir schon wieder das Leben schwer. Nein. Nein, das ist was Krasseres. Das ist ein Hering. Ich habe einen 20 cm fetten Hering gesammelt. Hey, Willy, ich habe einen Hering. Hier. Der ging 30. Der gibt auch 30. Naja, besser als gar nichts. Da kann man ja mit ordentlich Fischen und ein bisschen Geduld ganz gut was verdienen. Also, nicht übel, Herr Kübel.
Oh, hi. Einen wunderschönen guten Tag. Wer sind Sie denn? Ah, der neue Bauer, den wir alle erwartet haben und dessen Ankunft viele Konversationen entfacht hat. Ich bin Elliot. Ich lebe in der kleinen Hütte am Strand. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Er sieht aus, als wäre ein Dichter und Denker. Hi, Elliot. Du willst sonst nicht mit mir reden, Elliot? Okay, danke, Elliot. Hallo, Elliot. Tschüss, Elliot. Ich gehe mal in deine Wohnung gucken, Elliot. Oh, nur Freunde von Elliot können eintreten. Elliot, können wir Freunde sein? Ich bin ein netter Mensch von Neisigkeit. Okay, er will nichts mit mir zu tun haben. Ich verkack's mir mit jedem. Ich ruiniere mir das mit jedem. Was ist das denn hier Schönes? Vogelstatue. Sonst andere spannende Dinge? Was ist das da? Oh. Nee. Ich dachte schon. Da waren Symbole auf dem Boden im Kay. Und hier ist ein Ausrufezeichen. Fragezeichen natürlich. Mit 300 Stücken Holz könnte man das hier reparieren. 300 Stücke Holz. Ich war schon froh, dass ich jetzt überhaupt 2-3 Bäume gefällt hatte, um ein bisschen was zusammenzukriegen. Da sind wir wieder in der Stadt zurück. Juhu. Sieht aus, als wäre hier immer ab und zu mal so ein kleiner Grillabend. Das ist die Bücherei, nicht wahr? Ja, oh, hi. Hallo, willkommen im Sternentautaler Archäologiebüro. Das ist peinlich, aber der letzte Museumsdirektor hat sich mit der ganzen Sammlung aus dem Staub gemacht. Keine Ahnung warum. Wir haben keine Artefakte, die wir ausstellen können. Aber ich hoffe, wir können das bald ändern. Falls du irgendwelche Artefakte oder Minerale da draußen findest, kannst du es mich wissen lassen. Natürlich. Bei euch fliegen da Bücher übrigens. Hier fehlt ein Buch. Ach so. Hi. Freundin Penny sagen, dass ich dieses Buch lesen muss, bevor ich draußen spielen darf. Ich gebe heute Vincent und Jess etwas Nachhilfe. Sie können anstrengend sein, aber es ist schön im Leben, von anderen etwas zu bewirken. Hi, Jess. Was? Die ist so süß. Er ist zerlumpt, aber immer noch niedlich. Oh, sie hat einen zerlumpten alten Teddybären. Ah, hier fehlen ja wirklich alle Exponate. Hier fehlt ein Buch. Oh, es ist 14 Uhr, da ist die Schule vorbei. Alles klar, da gehen sie alle. Was können wir denn jetzt noch Schönes hier erledigen? In Mülltonnen wühlen. Uns wieder von Alex erwischen lassen, sodass er denkt, wir sind total komisch. Hallo, ich bin's, Honeyball. Hi, ich bin Clint. Danke, Clint. Nett, dich kennenzulernen, Clint. Laden, Werkzeug verbessern. Ich kann Sachen kaufen. Werkzeug verbessern? Ah, ich habe kein Geld. Okay, ich gehe wieder. Tschüss, Clint. Tschüss. Vogel. Okay, ich habe ihn vertrieben. Wenn er ihn gleich mit Babypark anschreien sollen, dann wäre er bestimmt glücklicher gewesen. Nein, 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 ihr Pisser, nein, 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 nein. Na, Abigail? Ich bin gerade nicht gut drauf. Das scheint der Lebensmotto zu sein. Irgendwie wirkt sie so ein bisschen krummelig. Kommt es mir so vor, dass sie wirkt doch ein bisschen grummelig, oder? Gucken wir uns mal hier oben um. Was gibt's denn hier Schönes? Also hier sind die Brücken noch funktionstüchtig. Hier gibt's Pilze. Oh. Huch. Entschuldigung. Hab schon wieder ein Häschen vertrieben. Hi. Grüße. Ich bin Demetrius. Adliger Wissenschaftler und Vater. Danke, dass du dich vorstellst. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Ich studiere momentan die hiesige Flora und Fauna von meinem Heimlabor aus. Hast du meine Tochter Mau getroffen? Sie scheint dich gern treffen zu wollen. Okay, dann kann ich mich mit der ja mal unterhalten. Gibt's hier sonst noch jemanden? Aha, er hat einen Emo-Sohn. Hey, warte, warte, ich kann mich mit dir identifizieren. Oh, du bist gerade eingezogen, richtig? Cool. Hi, Sebastian. Bei all den Orten auf der Welt hast du diese Stadt gewählt? Bist du verrückt, Mädchen? Ja, bin ein bisschen, eigentlich voll schön hier, oder? Aha, hier. Hier wohnt er, alles klar. Süß. Na gut, dann gehen wir mal wieder. Da ist auch so eine Art Ladenkasse. Das ist eine Waschbärstatue. Oh, guck mal. Ein alter Mann, der in einem Zelt vor der Stadt wohnt. Wir haben echt alles, was es hier gibt. Sogar Creeps. Jemand fremd. Nee, der braucht eine andere Stimme, Linus. Ganz ehrlich, jeder klingt hier schon so. Was gibt's denn? Was kann ich denn noch hier? Ja, jemand fremd. Hallo. Hi. Lass dich von mir nicht stören, ich schwebe alleine hier draußen, Schätzelein. Okay.
Dann viel Spaß beim alleine da draußen leben und so. Ich werde sie nicht aufhalten. Es ist schon 16.10 Uhr. Eieiei. Ganzen Tag in der Stadt verbracht. Huch, was ist hier denn los? Guten Tag. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Nee, kann ich nicht. Was macht? Okay, der nimmt auf jeden Fall da den Schutt weg. Interessant. Er hat sich jetzt nach unten gesellt und pullert den Hang runter. Sehr löblich. Sah aus, als hätte er zwar da drin eine tolle Toilette gehabt, aber hey, ist ja nicht mein Problem. Wo geht's hier lang? Ich glaube, wir kommen bald wieder zu unserer Farm zurück. Und das kann ich pflücken. Und das hier auch. Lauch. Ich habe Lauch gefunden. Honeylauch. Falls sich jemand noch an diesen Insider erinnert. Oh, crap. Das ist ja meine Farm. Ich muss hier echt mal Tabula Rasa machen. Aber es ist schön waldig. Oh Gott, hier ist dunkel. Das müsste ich ja mal aufbauen dann hier wieder, ne? Schön Gras. Man kann ich gar nicht alles kaputt machen. Aber ich glaube, das wächst eh nach teilweise, ne? Ja. Gut. Dann habe ich es ja wieder ein Stückchen zurück nach Hause geschafft. Ihr seid alle noch bewässert. Dann kann ich ja noch meine ganze Energie ins Holzhacken stecken, weil eine Brücke die 300 Holz braucht. Ne? Da werde ich ja ein bisschen was zu tun haben. Weil ich den Baum fällig noch, aber ansonsten möchte ich diese Insel hier in der Mitte gern stehen lassen. Das echt hübsch finde. Wie fit bin ich noch? Oh Gott, schon Abend. Ach, mein Inventar ist voll. Moment. Sekunde. Ich habe da was vorbereitet. Vielleicht sollte ich ein paar Kisten nach draußen stellen. Die Samen will ich anpflanzen. Wenn ich schon mal hier bin, ne? Es ist jetzt zwar dann unsymmetrisch und ja, ich bin auch hart getriggert dadurch, aber hey. So, und zack. Wunderbar. Sehr schön. Das hier ist Harz, nicht wahr? Ja, Baumharz. Eine Flüssigkeit, die aus Bäumen gewonnen wird. Fasern, rohes Material, das von Pflanzen stammt. Ja, da kann man bestimmt auch was mit anfangen. Ja gut, das hier sieht alles so aus, als würde ich es ganz gerne fällen wollen, damit man hier ein großes Feld draus machen kann. Ich weiß nicht, inwieweit man so gestalterische Möglichkeiten hat, um dann halt einen hübschen Hof zu erschaffen. Mit Bänken oder sowas. So weit habe ich Stardew Valley nie gespielt. Aber ich meine, ich hätte mal sowas gesehen in einem Stream. Oh nein, es wird dunkel. Ich wollte aber eventuell noch ein bisschen Holzpflanz nutzen. Nicht pflanzen. Also ich wollte noch ein bisschen hier... Meine Farm soll doch auch hier... So ein bisschen... Muss ich hier so lang. So. Das soll doch ein bisschen professioneller aussehen als so gammelig. Sonst lacht sich doch hier jeder kaputt im Ort. So, machen wir das noch weg. Oh Gott, schon wieder 20 Uhr. Mein Charakter wird morgen ziemlich fertig sein. Alles meine Schuld. Ja, da kann man ja dann noch... Also hier würde ich ein Tor hinmachen wollen, damit man dann da zum Wasser kann. Okay, das war der letzte Holzzaun. Es sieht schon... Also ich habe mir Mühe gegeben, okay? Ich habe mich bemüht. Okay, zu dunkel. So. Was legen wir da mal weg? Zack, 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 zack. Ein Stückchen Holz. Okay, das brauchen wir für morgen sowieso. Dann packe ich mich mal ins Bettchen. Mal gucken, was es morgen alles zu tun gibt. Es regnet das. Es regnet, oder? Das sieht doch auch, das sieht ja so dunkel aus. Ja, dann müssen wir heute nicht gießen. Cool. Eieiei. Boah, geh weg, geh weg. Der hat meine Kartoffel geklaut. Aber kann ich da was gegen tun? Ich kann keine Vogelscheuche oder sowas machen. Oh Mann. Gab es heute wieder Briefpost für mich? Nein, dann muss ich mich einfach nur gerade erstmal darum kümmern, alle Leute kennenzulernen und hier dann hoffentlich irgendwas zu ernten, bald mal. Okay, gut, Leute. Das war doch ein sehr schöner, erfolgreicher Start in Stardew Valley. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Stardew Valley, wenn es darum geht, dicke Ernte zu machen, alle Leute kennenzulernen, mir ein Ziel zu suchen, das ich als nächstes angehen kann und herauszufinden, was es mit diesen komischen Statuen auf sich hat. Das ist doch bestimmt nicht nur Dekoration.